Hi ihr lieben Camperfreunde, ich habe mal wieder einen Campingplatz für euch. Und zwar stehen wir am Rande des Lysefjords. Schaut euch mal die Aussicht an. Hier ist mal eingekesselt im Gebirge. Hier drüben ist der Lysefjord. Ja, was so ein bisschen negativ ist an diesem Campingplatz, wir wurden leider sehr, sehr unschön empfangen. Der Betreiber war sehr unfreundlich, als wir nachgefragt haben, ob der Campingplatz eine Waschmaschine hat. Und er verneinte dies dann. Dann haben wir gesagt, wir möchten dann doch keinen Stellplatz haben, weil wir eben ganz dringend waschen müssen. Und daraufhin beleidigte uns der Betreiber. Sehr unschön. Wir werden auch deswegen heute gleich wieder weiterfahren. Einfach für euch zur Info. Zu gut Kirschen essen ist mit ihm nicht. Man wird dann tatsächlich direkt beleidigt, sobald irgendwas ist. Schade drum. Ich finde es einfach wichtig, euch aufzuklären. An sich ist der Campingplatz gut, aber wie gesagt, der Betreiber wirklich sehr, sehr unhöflich. Übrigens, wenn man die gigantische Serpentinstraße FV500 fahren möchte, kommt man von hier runter und kommt dann direkt hier raus. Mal also reingefahren zu dem Campingplatz, dann fährt man hier vor bis zur Rezeption. Hier sind Parkplätze und hier ist die Rezeption. Auf diesem Parkplatz befindet sich dann auch die Entsorgungsstation. Restaurant dabei. In diesem Restaurant befindet sich dann auch die Rezeption. Hier, wie gesagt, der Lysefjord. Und hier hinten ist der Zeltplatz. Und hier geht es zu den Toiletten. Und dann geht es hier weiter zu den Duschen. Wenn man von den Duschen rauskommt, ist man hier wieder am Zeltplatz. Hier gibt es noch ein paar kleine Häuschen. Und hier hinten stehen die Camper. So, das war es auch schon wieder. Der Campingplatz ist mit seinen 400 norwegischen Kronen für zwei Personen mit Strom sehr, sehr teuer. Wir haben im Schnitt sonst immer so 200 gezahlt und standen dann direkt am Hafen mit Wasser. Schade, okay. Uns hat wie gesagt sehr, sehr geärgert, dass der Betreiber so unfreundlich war, sonst wären wir noch länger geblieben. So fahren wir eben jetzt heute schon weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Jeder muss seine eigene Erfahrung hier machen auf dem Campingplatz. Ansonsten ist er wie gesagt sehr schön. Oder in Ordnung. Aber der Betreiber, ja, der hat es in sich. Also macht's gut. Tschüss.